Hallihallo, meine lieben Freunde. Ich bin Darian LP und das hier ist wieder Darians Abenteuer. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück in dieser neuen Episode. Und ja, wie ihr seht, ich war ordentlich buddeln. Ich habe mich einmal quer durch die Erde gemeint und habe nach Diamanten gesucht. Ja, was soll ich euch sagen? Ich war 2 Stunden schwerst beschäftigt. Habe hier auf jeden Fall jede Menge Stein rausgeholt. Ja, und habe 5 Diamanten gefunden. 5. Das ist natürlich nicht viel. Wirklich nicht viel. Aber es ist besser als nichts und wird uns zumindest für den Anfang schon mal behilflich sein. So, nun heißt es natürlich noch unbeschadet hier wieder herauskommen aus diesem unterirdischen Wirrwarr, in dem wir unterwegs sind oder unterwegs waren. So, unser Ausgang befindet sich da hinten. Ja, ich muss tatsächlich jetzt gerade erstmal schauen, dass ich mich wieder zurechtfinde. Denn ich habe so ein klein wenig die Orientierung verloren hier unten. Ja, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, dass ich den Ausgang finde. Und wir treffen uns dann oben wieder. Bis gleich, meine Freunde. Ja, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu Hause. Wir haben es geschafft. Es war ein langer Weg, aber was lange währt, wird endlich gut. Wir haben es letzten Endes nach Hause geschafft. Das ist wichtig. Und jetzt schaue ich eben. Wir haben ja noch irgendwo, genau, einen Diamanten hatten wir noch übrig. Das ist wunderbar. Ich muss mal eben schauen. Moment, wo haben wir denn? Da sind wir zu Hause. So, genau, das Eisen muss ich uns erst noch zurechtbrutzeln. Die Steine haben wir unten gelagert. So, da packen wir dann mal das ganze steinige Zeug rein. Ich habe jetzt den meisten Stein noch unten gelassen. Wollte das Inventar ja nicht zu voll machen. Ja, mit Rüstung reparieren und neue Rüstung machen, das können wir uns leider vorerst immer noch von der Backe schmieren. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir wollen ja einen Verzauberungstisch machen. Dafür brauche ich Obsidian, Diamant und ein Buch. So, wo habe ich das Obsidian hingepackt? Da ist Wolle dran. Wo habe ich das Obsidian hin? Da haben wir Obsidian und wir brauchen ein Buch. Da haben wir auch noch eins. So. Jetzt können wir daher und machen uns einen Zaubertisch. Endlich. Damit der jetzt natürlich richtig funktioniert, brauchen wir noch Bücherregale. Für Bücherregale brauchen wir Bücher. Irgendwie logisch. Irgendwie logisch, aber jetzt ist die Frage Bücher. Ich habe kein Papier und ich, ja, so, für 9 kriege ich ein Bücherregal. Boah. Halleluja, mein Freund, du nimmst mich ganz schön aus. Da habe ich noch 5 Bücher drin.
Ich hatte doch noch Emeralds. Wo sind denn die? Kann doch nicht sein, dass ich nur noch 9 Emeralds übrig habe. Ne, 7 sind sogar bloß. Wo hab ich die denn hin? Wo hab ich die bloß hin? Ich könnte natürlich nicht schießen. Da, ich hab's mir noch gedacht. Das wäre schon arg heftig gewesen jetzt. Da habe ich auch noch Obsidian übrig. Truhe, Feuerzeug, alles noch hier. Wir haben auch noch eine Schatzkarte. Die sollten wir bei Gelegenheit auch mal in Angriff nehmen. Aber nicht mehr in der heutigen Episode. Nicht mehr in der heutigen. So, dann löse ich mir jetzt erst einmal die hier auf. Da haben wir 34 Stück. Du stehst mal auf hier. Ich will jetzt mit dir handeln. Ob dir das passt oder nicht. Ja, das war's jetzt allerdings, ne? Du bist es nicht. Du bist es. So, du entwickelst dich jetzt weiter. Und ich schaue jetzt mal eben nach unserem Freund im Eisengolem hier. So, jetzt schaut er besser aus. Ah, Eisenspitzhacke. Effizienz und Haltbarkeit. Wir haben aber bloß 12. Das heißt, ich muss noch ein bisschen handeln. Ich brauche noch... du verkaufst bloß. Du nimmst Granitblöcke. Ich muss mal schauen, wie viele Granitblöcke ich noch habe. Servus. Granit, 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 Granit. Entschuldigung, aus dem Weg. Ich hab's eilig. So. Ja, Granit habe ich noch genug. Und zurück zu dem Kumpel. Servus. So, jetzt habe ich 20. Jetzt muss ich zu dir. 17 willst du haben. Jetzt habe ich noch 3 Stück. Ich danke dir für das Geschäft. Wir brauchen aber trotzdem noch mehr von den Bücherregalen. Wie viele von den Bücherregalen brauche ich eigentlich? Muss ich gerade mal grob überlegen. Und ich möchte auch eigentlich einen etwas schöneren Raum erstellen für unseren Zaubertisch. Ich möchte den eigentlich ungern einfach irgendwo so hinstellen. Das soll ein bisschen zur Geltung kommen. So, meine lieben Freunde, okay. Also wie ihr seht, wir haben uns jetzt diese Eisenspitzhacke ertradet mit Effizienz 2 und Haltbarkeit 2. Ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Den Zaubertisch haben wir. Wir haben 3 Bücherregale. Ein bisschen Lapis habe ich mitgenommen. 3 Smaragde sind vom Traden übrig geblieben. Und mit den Eisenbahnen habe ich ein bisschen die Golems repariert. Wobei der da oben schaut auch noch böse aus. Dem gönnen wir auch mal eben noch eine kleine Schönheitskur. Bist du zufrieden? Du bist zufrieden. Ich möchte den Bahnhof gerne hier hinbauen. Hier hin. Hier soll die Haltestelle werden. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Ich sammle mal eben schnell die Materialien zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh. Da bin ich wieder, habe jetzt uns eine schöne Steinplattform gebaut, die ich
aber tatsächlich noch breiter machen muss. So, und zwar machen wir die so breit, jawohl, die Mitte ist dann hier. Da setze ich jetzt polierte Dioritblöcke rein. Auf dieses setze ich 1, 2, 1, 2 Dioritmauern. Und diese decke ich jetzt mit den Stufen ab. So, und dann hier rüber noch. So. Und hier rüber natürlich auch. Das ist dann eine Überdachung. Ja, doch. Das schaut doch ganz gut aus. Hier werde ich dann Hoppala wegschmeißen, wollte was nicht. So, da setze ich jetzt ein paar Treppen hin. Das sieht dann aus wie so Sitzgelegenheiten. So. Ich hätte das vielleicht noch eins breiter machen sollen, weil so Ansätze. Ist das so vielleicht günstiger, damit da keiner runterfällt? Ich muss mir das so eine kleine Brücke hier rüber bauen, auf der dann die Schienen verlaufen. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Beziehungsweise ich setze da mal noch vorsichtshalber Erde hin, damit wieder keiner runterfällt. Hi. Musst du da hoch oder funktioniert nicht? Vergiss es. So, genau. Dann muss ich jetzt aber noch mal kurz hier hoch. Denn hier oben wollte ich. Habe ich dabei. Nein, das, so war das jetzt nicht gedacht. Und zwar brauche ich zuerst die hier. Das funktioniert nicht, weil das ja. Okay. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Die Höhe in der Mitte ist ein bisschen abgesetzt. Das ist schon mal gut. Die Sonne geht schon wieder unter. Und ich würde, sofern mich der Zombie denn lässt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau. Nein, er lässt mich nicht. Genau, ich würde jetzt mit dem Bau dieses ersten Bahnhofes die heutige Episode beenden. Und dann in der nächsten Folge würde ich sagen, bauen wir auf unserer Seite bei unserem Haus drüben den nächsten Bahnhof und verlegen dann auch die Schienen dazu. Und bei der Gelegenheit bringen wir dann auch gleich die Laternen mit an. Wenn euch das Video gefallen hat, meine lieben Freunde, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like. Wenn noch nicht geschehen, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. So erfahrt ihr immer top aktuell, wenn neues Videomaterial online ist. Und ich würde mich auch wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen zu Darajans Abenteuer. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao.